Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 202. Folge. Meine Güte, 202 Folgen. Zur 202. Folge des Gothic 3 Displays, wo wir ja gerade letzte Folge mit den einen Typen zusammen die Orks platt gemacht haben und jetzt mit Live reden wollten, dass wir noch mit ihnen auf die Jagd gehen wollen. Ich wollte ganz kurz gucken, ob ich mit ihm hier hinten noch reden kann. Mit ihnen haben wir das ja gemacht. Und ob Live... ob der Anführer sich dafür interessiert. Aber wohl eher nicht. Ja. Gut. Also, dass der hier nichts weiter sagt, war mir klar. Anführer, wir gehen einfach mal kurz gucken. Du willst die Rüstung haben, ne? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Wie ich mir schon dachte, das interessiert hier quasi niemanden. Hier ist die interessante Person. Interessiert's auch nicht. Gut, also auf geht's mit Live zusammen. Wo haben wir Live? Live haben wir. Live ist Live. Na, 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 na. So, lass uns jagen. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Folge mir. Ich weiß, wo es was zu schießen gibt. Ja, perfekt. Jagd mit Live. Ja, und wie schon angekündigt, danach machen wir dann uns auf den Weg zum Hammerclan und nehmen nebenbei noch die Ahnen-Dinger da mit. Ne? Das machen wir dann alles in einen Abwasch. Und dann müssen wir zum Schluss nur noch einmal ins Kloster. Und ich bin bis heute noch unentschlossen, ob wir jetzt den König zusammen mit Lee töten wollen. Weil ich habe nichts gegen den König, aber Lee hat was gegen den König und eigentlich müsste ich auch was gegen den König haben. Ich bin halt auch gespannt, es soll ja Gothic 4 geben. Die wissen ja gar nicht in Gothic 4, was dann passiert ist. Wenn ich mich jetzt entscheide, den König zu töten, müsste das ja eigentlich in Gothic 4 dann auch gespeichert sein. Also, na, mal schauen. So, hier dachte ich mir schon, dass er hier lang rennt, aber das habe ich ja schon alles schön brav weggeballert. Da ist nichts zu holen. Getötet, meine ich. Mutti wird jetzt gleich einfach zu mir sagen, dass wir schon alles haben. Aber vielleicht schießt er auch auf Rehe, die ich noch nicht getötet habe. Kann ja auch sein. Im ersten Moment... So, hier sind wir. Normalerweise wimmelt es hier von Beute. Also halte deine Augen offen und deine Waffe griffbereit. Besterfolg, Jagd mit Live. Wunderschön. Ich habe halt hier schon alles getötet, deswegen war das jetzt so... Okay, wir haben ihn aber mitgenommen. Wie sieht unser Ruf jetzt beim Feuerclan aus? 40? Gut. Also. Der Weg zum Kloster wäre der folgende. Wir werden da jetzt nicht hingehen, ich will es nur einmal zeigen. Das wäre jetzt, wenn wir nach da hinten latschen. Wenn ich das richtig gesehen habe, geht es hier auch links nirgendwo weiter lang, oder? Wir gucken einmal kurz, aber wenn ich das richtig gesehen habe, war hier hinten überall schon Schluss. Ja. Gut, hier waren wir jetzt schon überall. Jetzt laufen wir zurück und laufen nach hier unten und wollen da rein. Genau. Und gucken, dass wir das finden. Ich werde jetzt, nur damit ihr es wisst, nicht versuchen, alles Mögliche hier zu farmen und zu finden und zu töten. Das, was ich noch finde, das hauen wir logischerweise weg. Auch wenn es ein bisschen auf Abwägen ist, ihr kennt das ja, aber ich werde jetzt nicht nur... nicht noch stur hier wirklich alles hier hinten erkunden, also diese Ecke hier. Ich glaube nicht, dass das mir so viel hilft. Wir werden jetzt gucken, dass wir uns nach dieser Karte hier die Ahnengräber ausfindig machen. So, das erste Ahnengrab war hier, das hatte ich schon gemacht. Mal gucken, wie genau die Karten denn sind. In so lala genau, sehe ich das richtig? Dort ist es. Ja, die sind auch... Muss aufpassen, die Karte selber ist auch nicht die allerbeste, ne? Muss ich auch aufpassen. So, da war ich hergekommen. Hier war das Ork-Camp. Dann geht es demzufolge... hier rechts zum Hammerclan, genau. Und da oben ist eine Brücke. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da hochkomme. Hier ist irgendwo das.
Was ist denn das für eine Brücke? Interessiert die mich jetzt? Kann sein. Ich muss jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen laufen. Um zu gucken, ob ich denn alles finde, was ich suche. Wunderschön. Da kriegt der Eisgule mal High Ground. So, blutet habe ich. Mit Rechtsklick passt. Nehmen wir noch die ganzen Pflanzen mit. Ich werde jetzt erstmal... Also ich weiß ja, von wo ich gekommen bin. Ich weiß ja, ich bin gekommen von... Moment, ich muss erstmal looten, dann zeige ich es euch. Einmal noch hochheilen. So, gekommen bin ich von... Da oben. Von dort bin ich gekommen. Ich weiß, dass ich hier oben nicht lang gelaufen bin. Laut Karte könnte es aber auch sein, dass der Ahnenstein hier unten ist. Deswegen laufen wir jetzt diesen Weg. Es müsste der Weg sein. Theoretisch gesehen ist das alles ein bisschen versetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Es kann aber sein, dass ich nach da oben muss über diese Brücke. Das werden wir rauskriegen, indem wir es einfach erkunden. Und danach weiß ich dann auch grob wahrscheinlich, welche ich schon gemacht habe. Weil wenn jetzt der hier ist, dann weiß ich, dass ich diese drei gemacht habe und diese beiden fehlen. Sehr wahrscheinlich. So, erstmal den hier wieder. Ich muss übrigens sagen, durch die aktuellen Lichteffekte hier im Schneegebiet, wirkt das Spiel hier sehr, sehr hübsch. Also ich kann nicht sagen, dass die Schneegebiete abgrundtief hässlich sind. Mit diesem Licht hier. Aber wo wir jetzt sonst tagsüber über hier waren, war das nicht so geil. Also mir gefällt es momentan hier sehr gut. So, nun habe ich alles. Da will ich jetzt nicht hin. Sondern ich will da rein. Ich vermute, dass hier hinten die Ahnenhöhle ist. Einmal speichern, bevor ich da reinrenne. Was bist du denn? Ah ja. Muss ich nur aufpassen. Also normalerweise sind Minecrawler kein Riesenthema. Aber wenn man nichts sieht, sind auch Minecrawler ein Thema. Das sieht mir auch nicht aus, als wäre da irgendwas, aber naja gut. Nur den seinen Arsch. Ne, hier ist auch nichts. Gut, dann. Also, nichts ist auch falsch. Hier ist halt nur Erz. Aber dann nehmen wir erstmal das Erz hier noch mit. Da liegt auch noch Erz. So, gehen wir hier hoch? Ja. Mehr als falsch sein kann es nicht. Sehe schon wieder den nächsten Eisgolem. Boah, ich bin den Eisangriff tatsächlich mal ausgewichen. Ich muss übrigens mal sagen, also um mal auf vielleicht noch ein anderes Thema zu kommen, zum Thema Gothic, was ich eher etwas Positives zum Gothic. Und zwar, viele meckern ja eigentlich immer darüber, dass sie jetzt so wie hier, eigentlich, dass das Spiel viel zu leicht ist und weil sie viel zu stark sind und alles und dass sie das eigentlich eher stört, als dass sie das geil finden, dass sie hier so leicht durchschnetzeln und so weiter. Und da muss ich übrigens sagen, mal um eine Lanze für Gothic 3 zu brechen.
Mir gefällt das persönlich sehr gut, dass ich so stark bin und es dadurch leicht habe, weil so habe ich für mich das Erfolgserlebnis, dass ich sagen kann, ich habe im Spiel etwas erreicht und werde jetzt dafür belohnt, dass ich einfach auch mal ja unter progressen kann, würde man es jetzt, wäre der WoW-Begriff, also dass ich einfach auch mal vorankomme und sagen kann, natürlich, ich habe dafür lange gespielt und jetzt werde ich halt insofern belohnt, dass ich auch mal sagen kann, ja, es geht genau deswegen voran, weil ich lange gespielt habe, meinen Charakter lange gelevelt habe, mir Gedanken gemacht habe, gut Gedanken, naja, und dadurch, dass die Gegner hier nicht mitleveln, also es gibt ja viele Spiele, wo, zum Beispiel Skyrim, wo die Gegner mitleveln, da würde mich das ziemlich anpissen und hier, es ist mir relativ Wumpe. War ich jetzt hier schon mal? Oh, hier war ich noch nicht. Ich höre die ganze Zeit als Orks da irgendwo Waffen zücken. Ich weiß leider nicht, wo die Orks sind. Ich werde jetzt gleich nach hier oben gehen. Abbiegen. Vorher werde ich aber erstmal noch hier euch töten. Oh, das war zu früh. Sehr schön. Und wie gesagt, dass ich das persönlich sehr, sehr schön finde, zu wissen, ja, ich bin stärker und ich kann es auch mal nutzen. Und nicht wie in vielen anderen Spielen, wenn die Gegner mitleveln, ich sagen muss, ja gut, ich bin zwar stärker, aber eigentlich ist es völlig Wumpe, dass ich stärker bin. So, ich war anscheinend hier noch nicht. Weil hier überall noch Gegner stehen. Wir machen uns jetzt hier ein bisschen querfeld ein, weil ich vermute, ich muss oben über die Brücke, die ich vorhin gesehen habe. Und ich laufe jetzt aber nicht unten zurück, wir laufen jetzt hier oben lang. Ich hoffe, dass wir auch von hier oben hier rankommen. Ich bin da einfach mal zuversichtlich. Da ist noch ein Troll, den töten wir auch noch. Es ist ja alles kein Thema. Also es kann dann auch sein, dass ich mich damit täusche jetzt mit der Aussage, dass ich da hinkomme. Es kann sein, dass es klappt. Schauen wir mal. Und ja, ich weiß, man könnte jetzt problemlos negativ argumentieren, dass dieser Troll jetzt einfach gar keine Herausforderung war und deswegen langweilig war. Ja, ich weiß, klar. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier unten schon mal war. Ich vermute schon. Bin mir echt nicht sicher. Aber wenn ich da unten Orks reden höre, dann war ich da unten auch noch nicht. Jetzt so meine logische Argumentationskette. Wo sind die denn? Also ist ja nicht gesagt, dass die Orks hier unten sind, ne? Da ist die Brücke. Da! Da! Ja, aber ich sehe schon. Also ich wäre ja sonst jetzt von hier drüben gekommen. Und dort. Wäre da über die Brücke gegangen, jetzt laufe ich da lang. Das müsste auch passen. Wo seid ihr? Ja, der Mocha würde gerne stehen bleiben. Wenn der Mocha wüsste, wo ihr Orks seid. Ich hoffe, da links sind sie jetzt irgendwann mal. Ansonsten waren sie unten. Das ist in Bergen immer so eine Katastrophe. Dass es hoch und runter geht. Das wäre jetzt, wenn ich über die Brücke gelaufen wäre. Dann töten wir mal noch den hier fix. Die Seite der Brücke habe ich übrigens nicht vollständig erkundet, das weiß ich. Hier oben hätte ich dann jetzt quasi vollständig erkundet. Wie auch immer.
Und ich habe ich jetzt dich hier noch. So. Die Pflanzen mitnehmen, jetzt gehen wir dorthin. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich die Höhle irgendwo finde, die ich ja eigentlich suche. Die Ahnenhöhle. Ja gut. Okay, zumindest haben wir jetzt schon mal das Orklager gefunden. Würde ich jetzt mal sagen. Da! Da! Aber das da hinten sieht definitiv... Da! ...gefährlicher aus. Als ich es zugeben möchte. Bleib stehen, Bora! Ach, ich. So. Aber kurz hochgeheilt, das hat sehr gut gepasst. Was haben wir denn da hinten? Ein Gargoyle. Es passt so gar nicht, was hier gerade passiert. Da ist der Ahnenstein. Mal heilen. Einmal umdrehen und hier go. Wenn es ein Gargoyle ist, ich habe keine Ahnung. Der da hinten muss weg. Dingenst. So. Jetzt bräuchte ich nochmal Heilung. Tack. Und heilen. So, wer bist du? Kenne ich dich? Bug Akash. Also ein ernsthaftes Problem ist er nicht. Ansonsten hätte er mich schon längst... Tötet 500 Ruf, 500 Erfahrung. Das sieht mir so aus, als würden die hier, Dingens machen, Blutrituale durchführen. Irgendwas Negatives. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gerade den Ork-Camp ausgelöscht, was definitiv im ersten Moment sehr gefährlich aussah. So, da ist noch ein Ork. So, haben wir jetzt alle? Warum habt ihr euch denn hier in der Ecke gesammelt? Weil ihr hier irgendwas bekämpft habt. Na gut, speichern. Wir looten einmal kurz, bevor ich mich hier um die Leiche kümmere. Ich meine, dass die tot sind, das war, dass wahrscheinlich hier Leute tot sind, haben wir ja schon vorher gesagt bekommen. Schamanenstab, Pfeife, okay. Muss nur kurz mal gucken, nicht, dass da jetzt irgendwas Wichtiges gerade im Loot drinne war, was ich aus Versehen per Rechtsklick von diesen Typen gelootet habe. Sah aber nicht so aus. Das. Leitaxt. Wie gesagt, da gucken wir uns gleich an, was das für eine ist. Also, was für eine Leiche das ist. Du hast nichts Besonderes. So, jetzt gehen wir hier unten erstmal den hier looten. Der interessiert mich. Bug Karish. Hat er irgendwas? Dämonenhorn? Nee. War jetzt nichts Besonderes. Also meist würde ich jetzt locker zu euch sagen, das wäre auf jeden Fall ein Late-Game-Content hier gewesen. Aber dafür war er dann doch wieder sehr leicht. Haben wir eine gute Waffe gekriegt? Nö, haben wir nicht. Gut, wir gehen noch fix die Leiche in der Folge uns angucken. Bevor wir nächste Folge in die Ahnenhöhle gehen. Ahnenstein von Beric. Ja, gut. Aber wir werden trotzdem noch... Aber wir müssen ja eh in der Höhle den Ahnenstein platzieren. Dann passt das und ja, alles klar. Gut, warum jetzt die Orks hier mit einem Dämon zusammengearbeitet haben und was das hier überhaupt war, habe ich nicht. Weiß ich noch nicht ganz. Mal gucken, ob wir das noch erfahren werden, wenn wir alle
Ahnensteine gefunden haben. Wir werden nächste Folge diese Höhle machen und danach noch diese beiden und machen uns dann auf den Weg zum Hammerclan. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jetzt bedanke ich mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, damit ihr mich schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö!